Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin Lehrer in Berlin und ich hätte da mal eine Frage. Sie können ja jetzt in den Zeitungen lesen, wie es in der Schule wieder losgeht, ja, mit Dreifachtestungen, also dreimal die Woche. Und dann muss man trotzdem eine Maske aufsetzen und auch die Geimpften müssen eine Maske aufsetzen. Und dann kommen noch irgendwelche Spezialregeln dazu, wie man sich untereinander verhält. Und dazu müssen wir ja einfach mal Klarheit schaffen. Deswegen heißt dieses Video Erklär's mir, weil ich jetzt ganz gerne von den Schlauen wissen möchte, warum diese Regeln so seltsam anmuten für jemanden, der logisch denkt. Also wenn wir jetzt alle immerzu getestet werden, bräuchte doch eigentlich niemand mehr eine Maske aufsetzen, oder? Weil die positiv Getesteten gehen doch sowieso nach Hause. Das heißt, es besteht doch gar kein Risiko mehr, dass sich da überhaupt irgendwas ausbreitet. Oder sind das Varianten, die man nicht testen kann? Oder hat man Angst, dass die Geimpften vielleicht irgendwie eine neue Mutation ausbrüten, weil der Originalvirus, gegen den geimpft wurde, ja keinen Platz mehr im Körper hat? Also das müsste mir mal jemand erklären. Also wenn man dreimal die Woche testet, warum setzen wir eine Maske auf? So. Das nächste Ding ist, wer muss eigentlich mehr Angst vor dem anderen haben? Der Geimpfte oder der Nicht-Geimpfte? Ich behaupte mal, der Nicht-Geimpfte muss mehr Angst haben, weil der ist ja nicht geimpft. Ne? Warum geht man sonst sich impfen? Also wer geimpft ist, ist hoffentlich geschützt. Und wer nicht, dann sollte er mal seinen Arzt oder sein Impfzentrum oder irgendeinen von seinen schlauen Experten fragen, warum er denn jetzt immer noch mit einer Maske rumlaufen muss, ja, oder sich überhaupt vorsehen muss. Eigentlich müsste er ja gar nichts mehr machen, ne? Also er ist ja geschützt, wie man so schön sagt. Und man kann das auch anders ausdrücken, wie das Markus Söder macht, ne? Impfen macht frei, hat der, glaube ich, gesagt oder geschrieben in seiner Twitter-Nachricht. Ich habe das schon mal in einem von meinen Videos thematisiert, so kurz, und dann hat man so getan, als ob ich das gesagt hätte. Nein, Markus Söder war es, ja. Haut den Kerl, ja. Also sowas, so eine Analogien zu den Nazis, böse. Ja, das meine ich so, das, natürlich ist das böse, ja. Aber das stammt nicht von mir. Also jetzt erklärt mir doch bitte mal, warum wir, wenn wir so viel testen, eine Maske aufsetzen müssen. Was soll das? Ist das reine Geschäftemacherei oder hat das irgendeinen Sinn? Also irgendjemand wird doch wohl eine Erklärung dafür haben. So, sind die restlichen Ungeimpften in der Lage, die Krankenhäuser zum Bersten zu bringen? Ja oder nein? Ich behaupte mal, wahrscheinlich nicht, weil die Risikogruppen, das sind ja die, die dann ins Krankenhaus kommen mit Covid-19 und die, die eine SARS-CoV-2-Infektion einfangen, ja, die müssen ja erstmal Covid-19 kriegen, oder? Verstehe ich das falsch? Also ich frage hier einfach nur, ich möchte das jetzt endlich mal verstehen, was sich diese Logiker, diese Experten, diese Spezialisten auf diesem unglaublich schwierigen und komplexen Virengebiet auskennen, ja, was die denn so denken da zu diesem Thema. Ne? Also nicht, dass die uns hier anschmieren, einfach nur kleine Scherze machen. Ne? Bin ich jetzt schon fertig? Ach, ich mach mal Schluss, ich habe keine Lust zu diesem Mist. Ist wirklich bescheuert.